Das neue Bing mit ChatGPT ist halt einfach anders. Wow, danke für die Info. Wow. Ich habe das mal für euch ausprobiert und der Anfang lief halt auch ganz gut. Erzähl mir das Wichtigste über Wissensbert. Ja, das funktioniert. Da steht sogar schon was über sein neues Buch. Fass mir meine Schullektüre Andorra zusammen. Und auch das klappt absolut. Bitte in maximal 1000 Zeichen. Und auch das hier funktioniert wirklich 10 von 10. Gefährlich wird's dann, wenn Bing einfach Sachen erfindet. Die Erde ist eine Pyramide. Ich habe zum Beispiel nach einer Bewerbung gefragt. Praktikum, 3 Wochen bei der Polizei und ich bin 18. Bing macht das dann auch, aber ich wohne nicht hier, ich gehe nicht hier auf die Schule und mit 5 Jahre Tennis im Verein habe ich auch überhaupt nichts zu tun. Das hat Bing irgendwoher erfunden. Außerdem sind manche Infos leider nicht genau oder sogar einfach falsch. Ich habe mal Bing zum Beispiel nach mir selbst gefragt. Sein richtiger Name ist wahrscheinlich Jay. Das ist leider zum Beispiel einfach falsch. Und er hat eine Frau und einen Sohn. Naja, das ist auch nicht ganz richtig. Das Muster dahinter ist eigentlich immer das gleiche. Du tippst eine Frage ein, ChatGPT versteht die Frage und sucht dann bei Bing nach Infos. Bing gibt diese Infos dann zurück an ChatGPT. Was es dann in der Antwort formuliert. Das heißt aber auch, dass die Fehler dann nicht von ChatGPT sind, sondern von Bing. Daher kommen ja die Infos.